Wunderschön, Klicker-Ego Folge 81. Hab ein bisschen was geschafft, aber leider nur ein bisschen. Also wir haben tatsächlich Astrea mittlerweile. Auch schon auf Level 224. Konnte ich halt so weit hochprügeln, dass wir halt schon sie hier holen können und auch schon relativ weit hochleveln können. Ich weiß aber nicht, ob sich das Ganze wirklich gelohnt hat. Ich meine, wir hatten bei der letzten Ascension 4,6 Millionen und wir haben jetzt gerade mal 5,1 Millionen. Also, wenn man bedenkt, wie lange das gedauert hat. Ich meine, ich hatte es jetzt über Nacht geschafft, diesen großen Sprung über, ne, wissen wir ja, wie gesagt, ab Level 100 wird es ja dann immer schwieriger, den hoch zu leveln, weil es dann halt safe wird. Und ich habe halt über Nacht geschafft, dass er halt, also, ne, hier, eine Hand hier drauf, eine Hand darauf und dann das Idle. Und damit praktisch diese große Leere zu durchbrechen bis Level 200. Aber man merkt es, wir tropfen, jedes Level ist C und alleine bis Level 225 zu kommen, dieses eine Level dauert schon wieder Ewigkeiten. Es ist, wir können es ja mal ein bisschen mit Skills versuchen, aber eben, das ist halt das Problem. 1, 2, 7, 8. Aha. 1, 2, 7, 8. Okay. Dann nehmen wir mal dich raus. 1, 2, 7, 8, 5. Na, die 5 drücke ich erst, wenn der Monster, der Boss besiegt ist. Ah, wir kriegen wieder Hero Soul, sehr schön. So. Ich hoffe mal, dass. Das ist jetzt damit, das steigt halt ultra langsam an. Ist. Boah. Wir bräuchten echt. Ah, genau, Schatzkisten. Ah, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Jawoll. Sehr schön, sehr schön. Nice. Okay, sehr schön. Schatzkiste kam grad gut. Open All. Nur 3 Gilds? Lol. Na gut, okay. So. Dann aktiviere ich mal dich. Also bei 250 schaffen wir es aber auf jeden Fall nicht. Jetzt ist, ich weiß nicht, ist irgendwie. Ja? Ich weiß noch nicht so, ob sich das wirklich jetzt, also jetzt schon gelohnt hat, so weit hochzuziehen. Ja, wäre es wahrscheinlich effizienter gewesen, wenn ich über den Tag 2 Ascension gemacht hätte und dafür jeweils fast 5 Millionen, hätte ich nämlich schon dafür jetzt fast 10 Millionen zusammen und nicht mehr als 5 Millionen. Ja. Na? Muss man immer gucken. Ich meine, es war cool, dass das mittlerweile Astrea uns leisten können, ne? Wobei ich da auch schon ganz schön, also musste ich mir ganz so schon ganz schön Nachdruck verleihen. Ich habe nämlich einfach, bevor ich mir Astrea kaufen konnte, erstmal alle Guilds auf Alabaster gesetzt, habe mich damit praktisch durchgedrückt, bis ich dann Astrea holen konnte und habe dann über Nacht, wie man sieht, alle Guilds auf Astrea verschoben. Ich meine, mittlerweile haben wir so viel Hero Souls, dass tut nicht mehr weh, die ganze Zeit hier umzugilden, weil wenn man 200 Level hat, 200 Guilds hat, dann kostet einmal komplett alles umgilden unter 20.000 Hero Souls. Das ist bei mehreren Millionen absolut vertretbar. Von daher ist das durchaus eine Sache, die man machen kann. Aber wie man merkt, man kommt auch damit nicht endlos weit. Man kommt zwar wesentlich weiter, ja. Wie gesagt, ich konnte bloß die nächsten Helden kaufen und die auch schon bis Level über 200 liefen. Aber man merkt, ne? Man sollte trotzdem öfters mal ascenden.
Deswegen wir genau das jetzt tun werden, aber ich gucke doch noch mal, ob sich hier was lohnt. Nee, das ist alles weniger, als wir jetzt schon hätten. Ne, komm, dann holen wir uns die, dann heben wir uns die jetzt für die Ascension auf. 118 Rubine haben wir schon, ist doch auch ganz geil. Nice, können wir uns echt bald einen dritten Autoklicker kaufen. Yay! So, das heißt, gar nicht lange reden. Wer ist denn der Preis? Ja, der Ölver hier. 13, 12. Achso, ja, ich hätte hier noch machen. Easy. So, du kommst mal bitte mit. Dafür, ja, easy. So, können wir schon mal ein bisschen was machen. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Wann kommt der fucking Idle-Bonus? Alexa! Alexi Bexi. So. Ich wollte gerade schon die Skills aktivieren, einfach weil ich kann, aber die Sache ist halt einfach beim Insta-Kill. Bringen die halt dann einfach absolut gar nichts. Alter. Da kannst du Skills benutzen, wie du möchtest, kommst halt einfach nicht schneller voran, weil Instakill ist Instakill. Ob du nun 0,000001 Sekunden oder 0,000001 Sekunden brauchst, ist dann auch egal, Alter. So, das heißt, wir können mal gucken, dass wir dich vor der Sammlung gucken dürfen. Danke dafür. Wie sieht es denn hier aus? Oh, wir mittlerweile schon wieder. Ey, wir könnten fast irgendwann echt mal nochmal transzenden. Ja, ich meine, wir haben schon wieder 6 Stück. Das Problem ist halt, die wir noch nicht haben, die lohnt sich halt noch nicht. Ne? Ich meine, hier 6 Stück reinzubuttern, würden uns halt praktisch gerade mal 30% Kosten ersparen. Wow, das ist genau gar nichts. Das hier wäre halt eine geile Sache. Da ist aber nur 0,05%. Heißt also, mit diesen 6 Kugeln kriegen wir gerade mal 0,3% dazu. Das ist auch nichts. Das hier könnte man schon überlegen, weil ich weiß nicht, wie hoch unser Cap ist, ob wir das schon anstoßen. Also das würde vielleicht was bringen. Ne? Das wären immerhin 60% mehr. Also hier ist das 50.000 fast 100.000. Und das ist aber auch der Einzige, der ein bisschen was bringen könnte. Ansonsten ist halt er und er. Und die sind aber mittlerweile schon so hoch, dass hier jeweils 3 mehr, oder wenn ich ihn auf 10 bringen würde, jeweils 5 mehr auch eher so ist. Von daher, das ist alles so, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, Transcenden machen wir eh nicht mehr. Es ist die letzte Transcension. Und in der versuchen wir es einfach. Gucken, wie viele haben wir eigentlich noch. Also wir haben jetzt ihn. Da haben wir noch 6 Stück vor uns. 5 Stück. 5 Stück. Lol. Siehst du, geht doch. Wir haben jetzt innerhalb dieser paar Tage haben wir hier schon 1, 2, 3, 4 geschafft. Und 1, 2, 3, 4, 5 Stück haben wir noch vor uns. Bis wir denn ihn haben und damit unser Ziel erreicht haben. Das ist natürlich nice. Und wir sind doch schon Level 2200 noch was, weswegen ich mittlerweile auch schon das nächste Ding bekommen haben dürfte. Da? Genau. Beat Level 2200. Ja. Ich meine, bis wir hier hinkommen, na, ich weiß nicht, das dauert noch ein bisschen. Also weitere 1000 Level, also sind ja mehr als 1000 Level, sind ja noch 1400 Level. Könnte vielleicht schwer werden. Das ist halt einfach die Frage, ob wir das noch schaffen, während wir bis zu ihnen kommen oder nicht schaffen. Oder ob wir sagen, okay, wenn die Transcension doch wesentlich kürzer wird, als ich dachte, dann können wir die Transcension so lange machen, bis ich beides habe. Bis ich sowohl mindestens von ihm ein Level habe, als auch mindestens eben 3600 erreicht habe. Also sobald beides eintritt, können wir dann sagen, okay, Zielsetzung erfüllt, Let's Play beendet. Weil alle weiteren Zielsetzungen wäre halt in dem Let's Play nicht schaffbar. Ne? Ich meine, was willst du sonst machen? Hier Ebene 10.000 erreichen? Ja, ist ja schön und gut, aber ne? Ich meine, ich bin jetzt gerade bei Level 6.500 oder irgendwie so.
Da merkt man also schon, es zieht sich ganz schön. Ist ja auch ein Idle-Game, ist ja auch nicht dafür gedacht, dass man da mit Action Let's Play macht, sondern eigentlich eher so für den Ball. Wenn man unterwegs ist, ab und zu mal reinschauen. Von daher sind die Zielsetzungen, die wir uns hier gesetzt haben im Let's Play, denke ich, realistisch. Und das reicht dann aber auch. So. Machen wir mal hier wieder ein bisschen, ne? Ein bisschen Leveling. Oh mein Haupt, du kleiner Ficker. Du kleiner, geiler Typ. So. So, okay. Machen wir hier irgendwas? Wir haben 7 Millionen Hero Souls. Damit. Wie viel wird 1000? 2,5 Millionen. Ah, Julia. Wir können uns also gerade mal zweimal 1000 Level leisten. Das ist ja nicht so hübsch. Gut, dann machen wir es aber mal anders. Wir gehen mal dann tatsächlich doch auf die Alternativen. Das heißt, ich bin gerade überlegen, ob ich die hier, also unsere 15er, die ganz teuren, jetzt alle mal auf Level 20 erhebe. Das wären pro 1 Million. Das heißt also 1, 2, 3, 4, 4 Millionen. Die Sache ist, ich bin halt immer noch nicht überzeugt, dass das für den Preis, den wir noch zahlen müssen, sich lohnt. Das ist halt gerade mal ein Anstieg jeweils um ein Drittel. Das ist echt traurig. Das ist echt, ich weiß ja nicht. Ich meine, das hier würde sich vielleicht, naja, das sind dann 5 Sekunden, nee, nicht mal 5 Sekunden mehr. Oh Gott. Würde sich das hier lohnen? Das sind 20%, also 100% mehr. Das könnte sich tatsächlich lohnen. Und das hier, naja. Das wären 5,4% ungefähr. Also die beiden hier würden sich ein bisschen lohnen, ne? Ansonsten, achso, hier oben, ne? Genau. Ah, ja. Na gut. Ich guck mal ganz kurz was, weil, ja. Erstens ist Speichern immer eine gute Sache. So. Das heißt, wir haben jetzt 13,3. 1, 2, 3, 4, 5. 4% mehr. Das wären also, wir haben eine Grundwahrscheinlichkeit von 25%. Die Frage ist ja, wie gesagt, ob das darauf gerechnet wird, also praktisch jetzt 25% plus 17% oder 25% plus 17% von den 25%. Also dass praktisch die 25% als solches um 17% erhöht werden. Also, ja, ist das schon. Ich hoffe, ich bin hoffentlich. Überzeugt mich noch nicht so ganz. Wieso haben wir immer noch 5 Hero Souls? 5 Millionen Hero Souls? Ach ja, schon mal klar, die hatten wir gerade bekommen. Eben, davor hatten wir noch. Eben, wir hatten ja gerade 6 Millionen Hero Souls, nicht 5 Millionen. 5 Millionen haben wir durch die Essential bekommen. So, hier haben wir 12 Sekunden. Na, 3 Sekunden echt mehr. Das wäre eine geile Sache, das könnte man echt machen. Ja.
Ja, eben vor allen Dingen, ich brauche ja alleine für 20. Level brauche ich ja schon 1 Million. Das heißt also bis Level 20 brauche ich ja wesentlich mehr als 1 Million. Deswegen haben wir jetzt nur noch 6. Nee, komm, das lohnt sich alles nicht. Das lohnt sich alles nicht. Also die lasse ich echt noch ein bisschen zappeln, ne? Also. Ne, das ist mir echt ein bisschen zu Heavy Metal Payback. Ja, gucken wir mal lieber, ob wir bei den anderen noch ein bisschen was machen können. Bei denen, die nicht ganz so teuer sind. Ne? Also hier zum Beispiel den Typ hier endlich mal wieder ein bisschen, ne? Ein bisschen stärken. Oh, das kostet doch schon 1 Million. Naja, muss reichen. So, was wie hier unten? Der hier könnte tatsächlich mal was bringen. Tue ich das oder tue ich das nicht? Fuck, shit, get wrecked. Okay, ich hab's getan. Ich werde sterben. So, hoffentlich bringt das jetzt was. Wir müssen jetzt mittlerweile fast das Doppelte bekommen. Und wer nicht, also wenn ich jetzt in dieser Ascension, ne, nicht mehr als 10 Millionen Heroes Holz bekomme, ne, dann ist hier aber Krieg angesagt. Das wisst hoffentlich alle. So. Die anderen lasse ich ja mal alle in der, ne? Also dann lasse ich mal drin, ne? Und dann gucken wir mal. Hier noch die ganzen Zwischendinger alle abfertigen. So. Amenhop, danke, danke, danke. Danke, danke. Okay. Oh, ein 286er. Yay, Hardcore. Digga. Oh. Schade. Ist das ein 386er? Los, ich brauche einen 386er. Ich brauche einen 386er. Du gottverdammter Hurensohn. Egal. Ja. Achso, jetzt kann ich mal den nächsten Finger hier auf den nächsten legen. Boop. Oder würde ich mal sagen, das war's mit der Aufnahme wieder. Ja, genau. Warum fällt es hier immer noch so. Ah ja, weil ich das Ding hier noch machen muss. Boop. Geht doch. Habe ich gerade schon gewundert, warum die Dinger hier noch gesperrt waren. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, schau mit V, dann sehen wir uns morgen früh wieder zu hoffentlich 10 Millionen Hero Souls. Wenn ich fresse ich einen Besen. Ich muss mal gucken, ob ich wirklich wieder den ganzen Tag versuche durchzudrücken oder ob ich jetzt doch versuche, eher zwei Ascensions zu machen und damit dann weiterzukommen. Muss ich gucken. Meine Astrea sollte ich jetzt mit Leichtigkeit schaffen. Aber die Frage ist, ob es sich tatsächlich lohnt, Astrea bis Level über 200 zu drücken oder ob das tatsächlich wieder einfach zu langsam wird. Das werden wir denn dann sehen. Okay, in dem Sinne, schau mit V. Ich spreche mal nochmal und schließe den Browser, damit ich dann für, ne, die nächste Aufnahme wieder gewappnet bin. Speichern, speichern, schließen. Und na komm, ich will ein sauberes Level. Gib mir noch 2 Level. Danke. Ach, siehst du, wir haben ja noch unten. Die ganzen Dinger hier haben wir ja noch alle. Ah. Heb ich mir auf. Kann ich gut gebrauchen zwischenzeitlich. Um ein bisschen zu pushen. Können wir jetzt mit ein paar, bitte ein paar Schatzkisten kommen? Ich bin mir gerade ein bisschen verloren vor. Ja, dann Schatzkisten. Hallo. Ah, geht doch. 1, 2, siehst du, das ist doch ein schönes Level. So, jetzt können wir speichern. Ja, das Auge ist mit. Und in dem Sinne verabschiede ich mich dann. Und sage dann halt einfach mal. Oh. Schau mit V. Lululululu. Eigentlich könnte ich es zu klein lassen, macht's mehr Sinn. Boah, Alter, alleine ist im Browser. Boah. Ja? Mein Arbeitsspeicher ist echt ausgelastet. Hoffentlich wird das was mit der nächsten Aufnahme.
habe bereits 1 GB Auslagerung. Nice. Schauen wir uns vor.